So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Autoreparierer oder Automechaniker Simulator 2014 mit mir in Sachsen Let's Player. So, wir haben das Tutorial erfolgreich abgeschlossen. Thank you very much. Und jetzt ist die Frage, wie wir es überliefern. Weil hier habe ich bloß Action. Sehr schön, was ist das? Aha, das ist ja einfach bloß Steuerung, wa? Ah ja. Aha. Dann check mal. Sehr schön. Allerdings stellt sich mir immer noch die Frage. Machen wir Brett zu. Wo es jetzt hier weitergeht. Quick Menü. Show Inventory. Show the Reparier Order. Hier muss es irgendwo einen Knopf gehen, wo ich sage, ey. Ah ja. Yes. Alles lärchen. Gut, dann durften wir jetzt in der Theorie zum ne erstmal Loading. Zum nächsten kommen. So, repariere den Airfilter, repariere den Öl. Ne, replace den Airfilter, replace the Ölfilter und Fuelfilter, was das immer sein soll. Okay, mache ich. Der Airfilter und der Fuelfader. Öl, warte mal, für Öl müssten wir doch eigentlich unter das Auto, oder? Na, gucken wir mal. Engine? Nö. Anders, Straight Garage Inspect. Ah ja, das ist der Tank. Die Stoßstange. Und hier vorne muss doch auch Öl sein. Oder? Wo war denn beim Auto das Öl? Ach hier, Ölpain. Das hier, ne? Ölpain, ah ja, okay. Da müssen wir kurz auf das. Ah, nee, 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 nee. Ich glaube, da brauchen wir. Wo war's? Hier. Das ist physikalisch schon mal gar nicht so falsch, würde ich mal sagen. Ich denke mal, das ist so richtig. Ja, return to the garage, danke. Nein. So. Hit Show Body brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Ich hätte gern. Also hier drauf. Dann hätte ich den Ölfilter gerne. Ja, hat sogar funktioniert, sehr schön. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Weh, weh, weh. Nee, es, ich muss nach unten. Ich muss den Ölfilter sehen. Gut, ist leer. Freut mich, auch ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. So, dann einmal Escape. Dann einmal nehmen. Einmal weg damit hier. Sehr schön. So. Den Ölfilter hätten wir gewechselt. Dann hieß es den Fummeltank. Also irgendwie, was ist, den Benzintank. Der soll weggemacht oder repariert werden. Und deswegen stellt sich mir da gerade die Frage, was kann man hier an den. Was kann man hier an den Benzintank machen? Geht da überhaupt was zu machen? Ah. Okay. Ich will das erstmal kurz hier wieder neu einbauen. Wir gehen erstmal auf den Computer. Hello und kaufen einen Airfilter. Einen. Ach du Scheiße. Eine Battery, ein Brake, eine Brake-Disc. Ein Katalysator. Ihr wisst, ihr seht auf jeden Fall. Er muss.
Ein Fummelfilter. Ich weiß gar nicht, was Abschnitte ausgebaut. Muss ich mal in meinem Inventar gleich gucken. Eine Filterpumpe. Ah, ich glaube, ich hätte gar nicht. Ja, ist das jetzt der Filterpumpe gewesen? Ja, ich muss gerade mal gucken. Aber auf jeden Fall brauche ich Öl. Wo krieg ich denn Öl her? Ich glaube, das sind ja alles bloß Anbauteile, oder? Used Car Parts. Ist das was ich verkaufen kann, oder? Habe ich Öl auf Lager? warte mal, ich muss da kurz hier rein, dann gucken wir Inventory. Ich habe einen Airflow. Ach, ich habe die scheiß Pumpe genommen. Ich brauche ja nicht die Pumpe, der will ja, dass ich was verbessere. Ne, ich soll ja den Filter ausbauen, also austauschen. Also, nochmal hier, ja. Dann nochmal nach oben. Dann, wenn es geht, mit einbauen. Ne, 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 ne. Aber, ne, scheiße. Einbauen. Und mit ihr? So, also, hä? So. Ne, ich hätte gern, ja. Nein! So. So, hätten wir das auch erledigt. So. Den Filter soll ich abbauen. Alles klar. So, den Filter hätte ich jetzt auch abgebaut. Escape. Dann brauchen wir also einen neuen Filter. Alles klar. Ja, das ist gar nicht so einfach. So, gucken wir mal. Skiplug geben, bla bla bla. Erster Xer, blieb, bla bla. Komm hoch mit dir. Boah, sag mal, kann ich das hier? Ich kann sogar das Scrollrad nehmen, wie ein bisschen. Hier, einen Filter. Für 80 US-Dollar. Danke. So. Na dann hoch mit dir. Zack, ich hätte es gern angebaut. Denn für 100% wie ein bisschen schön. So, ein R-Filter. Wo finde ich denn? Wo finde ich denn? Mal kurz rumdrehen, please. Ein bisschen nach oben. Wo finde ich denn bitte einen R-Filter? Ein Coordination, bla bla bla, blieb, bla blub. Hier ist der Öltank. R-Filter. Wo könnte ich denn den Filter reinstecken? Schlippe Motor. Sicher bin ich mir da jetzt zwar wohl nicht, aber. Okay, wir werden es ja sehen. Wir machen jetzt erstmal wieder. Achso, der Deckel geht automatisch zu, okay. Gut, dann hätten wir das ja auch schon mal erledigt. Machen wir mal die Karre kurz runter. Ach ja, wie schön. So, Show. Einen Engine. Ein Energy Fill Plug. Ist das jetzt scheißegal, wie viele ich da reinhaue, oder? Ja, gut, ich denke mal, das reicht. Öl hat er schon mal Neues drin. So. Jetzt geht's bloß gerade mal darauf, wo der Filter sein könnte. Ah, ja. Das passt also. Airfilter-Cover. Ah, da bist du doch. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Was ist das? Nee, das ist eine Airflow-Tube. Weg damit. Ach nee, oder? Wie? Scheiße, wie viel muss ich denn hier ausbauen, um an den Filter ranzukommen? Hoffentlich krieg ich das so wieder dran. Und jetzt
Bauen wir das noch ab. Ich hoffe, das ist soweit richtig. Aha, es war richtig. Sehr schön. So, anbauen. Wunderbar. Ja, es geht. Also ist doch wohl einfacheres Englisch. Jetzt brauchen wir bloß noch ein bisschen Verständnis für Autos. Wo was liegt. Sollte man ja meinen, wir Männer können das. Aber allerdings, ich kann dir sagen, wie es an der Zimmer aussieht, aber nicht wie an der Karre, hat mich nie interessiert. Nein, nicht abbauen, anbauen. So eine Scheiße. Sehr schön. Hat sich das also auch erledigt. So, zack. Hätten wir das auch angebaut. Wir haben das Öl gewechselt, wir haben den Filter dran gemacht. Naja, passt ja eigentlich alles. Ich gucke gerade mal auf unsere schlaue Liste. Replace the oil filter. Gibt es einen Ölfilter? Also ich habe das Öl gewechselt, ja, aber gibt es da jetzt echt noch einen Filter? Zylinder Head Cover. Iron Mill. Ich glaube, hier ist immer falsch. Place the Öl, was ist das? Das ist zum Testen irgendwie, da kann ich aber allerdings auch nicht machen. Ein Ölfilter. Das ist irgendwie was zum Antrieb. Wo sitzt denn der Ölfilter? Das würde mich jetzt mal selber interessieren. Weil das ist ja hier. Warte mal. Gehen wir mal bescheuerterweise am PC, weil da müsste es uns ja eigentlich eingezeigt werden. So. Also wir haben hier einen Airfilter, Airfilter Cover, bla bla bla. Asia Reels, Alimigator, Battery, bla bla bla, Catalyst, Catalyst, Break, schieß mich tot, Wir brauchen einen. Das ist ein Filter, das ist eine Pumpe. Ein irgendein Mode, Mittel, Ruffer, bla bla bla. Muffer hier. Ölfilter Cap. Eine Ölfilterkappe? Soll ich die wechseln oder was? Das würde ja $100 kosten. Ja, ich gucke mir das gerade mal noch nicht zur Sicherheit. Vielleicht könnte es sein. Ich weiß es gerade nicht. Ich soll ja einfach einen Ölfilter wechseln. Ich soll ja einen kompletten Ölfilter wechseln und nicht nur diese Waterpump. Das mag so scheinbar sein. Komisch, warte mal. Mach mal an! Warum ist die Mutter? Ich frag gar nicht nach. So. So. Hello, hello, hello. Das ist die Ölplane. So. Und diese Ölplane, die kann ich wohl abbauen, oder wie? Theorie müsste ich die da abbauen können. Die ist doch hier unten bloß mit Schrauben festgemacht. Und das ist jetzt die Öl Drain Plug, richtig. Da passiert nicht. Nein! Nein, 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 nein! Ich Idiot, ich habe ja Öl reingelassen. Naja, gut. Hat jetzt gar nicht so viele Minuspunkte gekämmt wie gedacht. Wenn es überhaupt Minuspunkte dafür gibt. Nicht zu Hause nachmachen, bitte, ne? Das ist eine Umweltverschmutzung, sondern das Gleiche. Aber ich kann ja hier. Ich kann dieses Öl-Drain-Plug, kann ich ja Dings machen, aber. Mir fehlt gerade ist irgendwie das Verständnis. Den Ölfilter. Wir können ja hier nichts abbauen. Ich kann. Rauszoomen, aber. Das ist hier das ganze Ding. Hier unten sammelt sich das Öl. So, und das Öl, den Öldings da kann ich definitiv nicht mit abbauen. So, so viel steht da schon mal fest. So.
Das ist was anderes, das treibt irgendwas an und das hier unten ist die Ölplane. Ich bräuchte ein Verständnis dafür, wo das Öl fließt ja oben rein. Sehr schön, mach mal auf. Das Öl fließt ja hier oben mit rein. Ja, das ist ja alles schön und gut, dass das Öl hier reinfließt. Aber ich will ja. Ich werde den Filter irgendwie wechseln. Naja, gut, ob wir das Ölfilter gewechselt bekommen, das seht ihr dann dementsprechend im nächsten Part. Ich danke erstmal wieder fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse eine positive Bewertung in Form eines Däumchens. In dem Sinne danke ich, schönen Dienstag noch, bis morgen, tschüss.